Im Video über Membranen haben wir gelernt, dass Biomembranen im Wesentlichen aus Lipiden bestehen, also von Fett abgeleiteten Stoffen. Allerdings ergänzt, damit es als Biomembran auch die richtigen Eigenschaften hat und Aufgaben erfüllen kann, ergänzt durch 40 bis 60% Proteine. Und da kommen wir ganz zwanglos zum zweiten Punkt der Biomoleküle, zu den Proteinen oder auch zu Deutsch Eiweißen. Wir beginnen mit der Bedeutung der Eiweiße, die als wichtigster und vielfältigster Baustoff aller Lebewesen uns begegnen. Dieser Begriff der Vielfalt, den kann man kurz illustrieren. Wenn ich mir im Vergleich anschaue, wie viele verschiedene Fette möglich sind, ist das eine relativ eingeschränkte Sache. Ich habe ein Glycerinmolekül, da kann ich jetzt 3 verschiedene aus der Auswahl von 50 Fettsäuren dran estern. Das ist eine relativ überschaubare Zahl verschiedener möglicher Fette. Und die sind in ihren biologischen und physikalischen Eigenschaften relativ ähnlich. Bei den Kohlenhydraten werden wir sehen, ist die Zahl der unterschiedlichen Kohlenhydrate in biologischen Systemen ähnlich beschränkt. Bei den Eiweißen sieht es ganz anders aus. Eiweiße sind bekanntlich Ketten von zunächst mal ganz unterschiedlicher Länge, das können so 100 bis 1000 sein, kann aber auch abweichen davon, die zudem aus 20 verschiedenen biogenen Aminosäuren bestehen. Und die kann ich jetzt in beliebiger Abfolge miteinander zusammenhängen. Man kann so ein kleines Rechenspielchen machen. Die Kombinationsmöglichkeiten für 20 verschiedenen Aminosäuren in einer 100 Kettenglieder langen Kette, und in Wirklichkeit können sie auch sehr viel mehr sein, sind mathematisch logisch 20 hoch 100. Wie viel das ist eine Zahl, die kann man sich gar nicht richtig vorstellen, kann man abschätzen, wenn man so grob überschlägt, wie viele Atome das Universum enthält. Also man kann nachrechnen, ein Mol Wasserstoffatome sind 6,022 mal 10 hoch 23. Da kann man ausrechnen, wie viel ein Kilo da ist. Dann die Sonne hat 2 mal 10 hoch 31 Kilo Masse. Wenn man davon ausgeht, dass die Sonne ein mittelgroßer Stern ist und wir 100 Millionen Sterne in der Galaxie haben und so viele Galaxien auch im All, dann kommt man beim Hochrechnen auf 10 hoch 80 Atome. Und 20 hoch 100 ist noch ein ganzes Stück mehr. Das bedeutet, wir haben mehr Kombinationsmöglichkeiten für Eiweiße, als es Atome im Universum gibt. Das muss man jetzt nicht nachrechnen können, aber einfach so vom Gefühl her, Eiweiße sind ein wahnsinnig vielseitiger Baustoff und dementsprechend gibt es auch verschiedene Anwendungsbereiche dafür. Wir haben natürlich die Membranproteine in ganz, ganz unterschiedlicher Form. Man denke an das Rhodopsin, also den Sehfarbstoff im Auge oder Rezeptormoleküle auf Zelloberflächen, Carrierproteine, Tunnelproteine, Protonenpumpen, alles was in den Membranen sitzt und ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen kann. Dann die vielen Strukturproteine. Wir kennen natürlich das Keratin, aus dem Haar und Fingernägel und Schuppen der Reptilien zusammengesetzt sind. Wir kennen das System aus Aktin und Myosin, das unsere Muskeln bewegt, also die Fasern, die ineinander greifen und die Muskelbewegungen ermöglichen. Die Fasern des Zytoskeletts, derer wir uns gar nicht so bewusst sind, die aber wichtig sind, dass bei Zellteilung die Zelle eine Struktur behält und dass die einzelne Bestandteile der Zellen in die richtigen Tochterzellen gezogen werden. Das sind auch Fasern, die dafür sorgen, dass sich Amöben überhaupt bewegen können. Dann ist das Kollagen bekannt und so weiter und so weiter. Strukturproteine gibt es eine große Anzahl sehr verschiedener. Schließlich als dritte große Gruppe kennt man die globulären Proteine. Das sind Proteine, die alle mehr oder weniger kugelförmige Form haben, aber trotzdem sehr unterschiedliche Aufgaben erfüllen können. Wir denken an das Hämoglobin im Blut, das den Sauerstoff transportiert, eng verwandt das Myoglobin, das den Sauerstoff in den Muskeln speichert. Die Histone kennt man als Garnrollen, auf denen die DNA aufgewickelt ist.
Globuline machen 40% im Blutplasma aus mit unterschiedlichen Aufgaben. Bekannt sind die Immunglobuline, die als wichtige Bestandteile des Immunsystems in Erscheinung treten. Und natürlich die Enzyme, die als Biokatalysatoren alle möglichen Stoffwechselreaktionen ermöglichen. Bausteine aller Proteine sind Aminosäuren. Wenn wir den Begriff der Aminosäure anschauen, gäbe es grundsätzlich fast unbegrenzt viele Moleküle. Das heißt, Grundbedingung für die Aminosäure ist ja nur, es ist eine organische Säure, COOH-Gruppe, Carboxylgruppe und eine Aminogruppe. Biologisch treten nur sehr wenige davon in Erscheinung. Genauer wäre es zu sagen, wir setzen Eiweiße zusammen aus Alpha-L-Aminosäuren. Das Alpha bedeutet dabei, die Aminogruppe steht am ersten C-Atom neben der Carboxylgruppe. Das L steht für eine stereochemische Besonderheit. Es gibt D- und L-Formen von Aminosäuren. Darüber machen wir uns im Zusammenhang mit den Kohlenhydraten noch ein bisschen Gedanken. Es geht um Stereochemie, das mag an dieser Stelle genügen. Und selbst Alpha-L-Aminosäuren gibt es noch eine unglaubliche Vielzahl, aber nur 20 davon sind in biologischen Systemen vorhanden. Und eigenartigerweise, egal ob es sich um Einzeller handelt oder um Menschen, um Tulpen oder Braunbären, die 20 Aminosäuren sind im Leben der Erde immer die gleichen. Der Aufbau ist recht simpel. Wir haben ein Kohlenstoffatom in der Mitte. Damit es eine Säure ist, muss eine Carboxylgruppe dranhängen. Am Alpha-Kohlenstoffatom, hier schwarz gezeichnet, also dem der Carboxylgruppe benachbarten, hängt eine Aminogruppe. Dann bleiben noch zwei freie Bindungen, die bei allen biogenen Aminosäuren einmal ein Wasserstoffatom sind. Und an der vierten Stelle jetzt eine von 20 verschiedenen Restgruppen. Denkbar wären viel mehr, aber nur 20 werden benutzt. Die kleinstmögliche wäre natürlich, dass da ebenfalls ein Wasserstoffatom hängt. Das gibt es. Die Aminosäure heißt dann Glycin. Die zweitkleinste Möglichkeit wäre eine Methylgruppe. Das gibt es auch. Dann heißt die Aminosäure Alanin. Und alle anderen braucht man sich eigentlich selbst in der Oberstufe nicht mehr namentlich so zu merken. Da gibt es Tabellen dafür. Die kann man sich bei Gelegenheit anschauen oder es auch bleiben lassen. Wir wollen in diesem Zusammenhang ja jetzt nur einen Überblick gewinnen über das, was man wissen muss, wenn man aus unbegreiflichen Gründen in der Oberstufe kein Chemie belegt und die Sache dann nicht vertiefend bespricht. Die Reste, was immer dranhängt, bestimmen die Eigenschaften der Aminosäuren und der daraus verketteten Proteine. Im nächsten Video werden wir uns ein bisschen darüber Gedanken machen, welche Eigenschaften Aminosäuren an sich haben und dann natürlich, wie sie sich verketten lassen zu Makromolekülen.